40 Kilometer weiter südlich. In den Fjorden. Hey! Wie markieren wir die Reihen? An Bord der Tromstint. Falls der Computer ausfällt, will ich die Koordinaten irgendwo aufgeschrieben haben. Das können wir gern tun. Irgendwo habe ich ein Notepad. Gib mir einfach Stift und Pappteller. Ich schreib's hier drauf. Riecht ein bisschen nach Rentierwürstchen. Macht aber nichts. Seit dem Fangverbot für rote Krabben hatte ich schlichtweg nichts zu tun. Sieg gab mir eine Chance und ich habe sie ergriffen. Wir wollen definitiv Geld verdienen. Die Werft wird mich eine Menge kosten. Die Umstände sind etwas anders als in Alaska. Dieses Boot ist klein. Wir fischen, was mit dieser Kiste möglich ist. Bill wird mit der nur 11 Meter langen Tromstint in den verhältnismäßig sicheren Fjorden bleiben. Fjorde entstehen, wenn Gletscher durch Täler fließen und dabei Gesteinsmassen mit sich reißen. Auf ihrem Grund und an den Flanken haben sich aus Russland stammende rote Königskrabben niedergelassen. Come on, turn. Oh, shit. Die war heftig. Ich bin sonst immer auf dem offenen Meer unterwegs. In den engen Fjorden herrscht stärkere Strömung, die am Boot zerrt. Sechs Reihen mit jeweils 5 Körben, alle an derselben Leine. Das ist Langleinenfischen für Königskrabben. Seid ihr soweit? Bitte viele Krabben. Der Eigner des Bootes ist Tobias. Du weißt nie, ob du welche findest. Fischen ist Fischen. Und mein bester Mann, Landon. Man fängt nichts, bis man was fängt. Wir repräsentieren hier ein bisschen Amerika. Und Landon ist dafür wie geschaffen. Er ist höflich, zuvorkommend. Landon ist für mich Familie. Als Sig mich gefragt hat, wollte ich wissen, ob ich Landon mitbringen kann. Let her go! Let her go! Dann schreibe ich mal unsere erste Position auf. 153, 6, 25, 10.63. Andere Boote haben schon Krabben raufgeholt und die haben im Tiefen gefischt. Deshalb konzentrieren auch wir uns auf diesen tiefen Canyon. Wir sind weiter im Norden als in Alaska. Keine Ahnung, was uns erwartet. Körbe raus, und dann sehen wir weiter. Bin gespannt. In den Bärdei-Fanggründen Alaskas, an Bord der Wizard. Ihr kriegt ja mit, dass das Wetter schlechter wird. Die nächste Korbreihe werde ich entgegen der Windrichtung setzen. Also passt auf euch auf, vor allem an den Bojen. Ihr müsst mit starker Gischt rechnen. Noch 2 Kilometer. Mein Rücken macht mich fertig. Meine mich auch. Nach 12 Stunden auf diesem Stuhl. Wann sitzt du denn mal 12 Stunden auf diesem Stuhl? Geh raus an Deck und locker dich auf. Den Übungen am Sortiertisch. Ja, ein bisschen Beringsee-Yoga. Leck mich. Ganz schön unangenehm, wenn der Wind so stark pfeift. Richtig eklig. Das Bärdei-Fischen macht nie Spaß. Hier im Norden haben wir in der Vergangenheit Erfolg gehabt. Ich habe noch nie so viel Geld in eine Saison investiert. Die Branche steckt in einer tiefen Krise. Und ich muss trotzdem meine Rechnungen bezahlen. Wartungsarbeiten haben ein großes Loch in die Kasse gerissen.
Der Verlust durch das Fangverbot für rote Königskrabben tut sein Übriges. Doch die Bärdeikrabben sollen $1 Million reinspülen. War kein schöner Saisonstart mit dem Verlust von 2 Decksmännern. Tyler ist Vater geworden und Todd hat aufgehört. Mit 3 Greenhorns versuche ich das zu kompensieren. Dem Wetter kann ich nicht entkommen. Die Jungs werden sich daran gewöhnen müssen. Ist doch schön. Fangt an! Wieder ein Tag im Paradies! Good. Good to go. Going over. Up that line. Come on, Brody. Robbie, wir fahren mitten hinein. Also passt auf euch auf. Das wird eine nasse Angelegenheit. Ich hasse es, diesen Kurs fahren zu müssen. Das ist wie ein Rodeo-Ritt. Vor allem deshalb muss man hochkonzentriert bleiben. Oh! Oh, hang on, hang on! Ich staune, dass ihr immer noch steht. Good job. Yeah. Pretty wet boat. Nass ist gar kein Ausdruck. Hab's dir ja gesagt, wird feucht. Ich will das Zeug im Wasser haben und den Kurs ändern. Aber anders kann ich leider nicht ausbringen. Und müde bin ich auch noch. Rüber damit! Ein Messer! Ich hänge fest! Schneid das Seil durch! Ist er frei? Geht von der Reling weg, ich wende! Steh auf! Geht ein Fangkorb über Bord, werfen die Männer Bojen und Leine hinterher. In diesem Fall wäre fast auch Decksmann Rhodey mit über Bord gegangen. Sein Fuß hatte sich im Korbseil verfangen. Cut the line, cut the line! Zum Glück war Decksmann Gary Somper sofort zur Stelle, sonst hätte Rhodey Bekanntschaft mit Davy Jones gemacht. Der Captain soll nach dir sehen. Scheiße, war das knapp.